Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker Online. Ich bin euer Basti. Ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Ein weiteres Level von Justin wartet, das er eingesendet hat. Es ist ein sehr schwieriges Level. Es hat eine Abschlussrate von 1%. Es hat 3 Herzen bekommen. Die Abschlussrate oder der Weltrekord liegt bei 2 Minuten und 54. Es wird also heftig. Wir gucken uns das Level auf jeden Fall an. Ich glaube nicht, dass ich durchkommen werde. Er hat, glaube ich, alle Blöcke, die es hier gibt, benutzt. Und es ist ein Labyrinth. Das Labyrinth um Relexus Herz. Relexus Herz wurde getrübt. Finde aus diesem dunklen Wall ins Licht zum Herz. Okay, ich würde sagen, wir starten. Auf geht's. Sammle mindestens 2 50er Münzen und erreiche das Ziel. Wir haben sogar noch eine Aufgabe. Okay. Wir haben verschiedene Türen. Wir gehen einfach mal in die erste Tür rein. Okay. Dieser Bosskampf schon. Da ist eine Schlüsselmünze. Muss ich auch noch finden. Oh mein Gott. Okay. Erste Tür gefällt mir nicht. Auf der anderen Seite. Hier gibt es einen P-Block. Da ist sogar eine 50er-Münze. Okay. Das ist natürlich nicht cool, weil das ist ein... Tja. Softlock. Softlocks sind nicht cool. Dann muss man eine Möglichkeit haben, sich zu töten, gerade wenn es vielleicht mit Checkpoints geht. Da muss man entweder die Zeit abwarten. So, ich komme jetzt nicht mehr hier zurück, ne? Okay. Achtung, Achtung, Buhus, ja. Könnte gefährlich sein. Mhm. Flammen, da ist ein Pi-Schalter. Dann würde ich jetzt hier durchkommen, komme aber auch nicht mehr zurück. Okay, 2 rote Münzen haben wir schon. Aber was nützen mir die 2 roten Münzen? Was nützen mir die 2 roten Münzen? Ich komme ja hier nicht wieder raus. Echt jetzt? Schon wieder ein Softlock? Nicht cool. Nicht cool. Brauche vielleicht gar keine roten Münzen. Ich soll ja nur 2 50er Münzen sammeln. Naja, wir haben ja noch 22 Minuten Zeit, hier irgendwie das Ganze zu schaffen. Tja, hier ist auch schon wieder eine Tür. Es ist wirklich ein Labyrinth. Eine Röhre. Tja, gehe ich unten rein, bin ich tot, oder? Komm ich nicht mehr raus. So, dann mach vielleicht lieber dann doch einen Tod dorthin. Dass man sich selber töten kann. Also das mit den Softlocks ist voll uncool. Dort unten komme ich irgendwie rein. Ich wollte einen Drehsprung machen. Habe ich jetzt die falsche Taste für einen Drehsprung gedrückt? Nö, eigentlich nicht. Okay, das bringt auch nichts. Gut.
Also das Level, die Level-Idee mit dem Labyrinth ist an sich ganz geil. Das Problem ist, wenn es hier zu viele Softlocks gibt. Das finde ich dann wiederum nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich das Level nicht beim ersten Mal schaffen, weil man ja den Weg nicht kennt. Ich würde gerne trotzdem noch mal gerne dort rüber gehen. Die Frage ist, wie gesagt, ich muss ja zu den 50er Münzen. Bringt nichts, wenn ich dich töte. Okay. Komm hier natürlich nicht durch. Hätte ich vorher den Pi-Schalter aktivieren müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Level sind wirklich gut. Aber ich finde das mit den Softlocks nicht in Ordnung. Weil man ja jedes Mal wirklich wieder neu starten muss. Dann... Ich meine, gut, ob man jetzt tot ist oder neu startet, das ist wahrscheinlich vollkommen irrelevant, aber das ist hier so ein Try-and-Error-Prinzip. Das ist so ein Try-and-Error-Prinzip hier. Na, komm mal runter, Bum-Bum. Auf jeden Fall ist da das Herz. Ich muss eigentlich ja zu dem Pi-Schalter. Unten ist auch ein Pi-Schalter. Soll ich der Tür vertrauen? Und Softlock, oder? Nee, also, da muss ich sagen, also ich gebe kein Bu. Ich gebe kein Bu, aber wenn man nicht die Möglichkeiten hat, sich töten zu lassen, das finde ich überhaupt nicht prickelnd, muss ich sagen. Das ist überhaupt nicht so richtig cool. Gibt's einen Pilz. Na, aber auch ganz schnell wieder zurück. Ja. Okay, in welche Tür war ich denn jetzt drin? Eine zweite oder dritte? Vor allen Dingen, man muss sich ja die Wege auch merken, die man gegangen ist. Das ist ja das Krasse eigentlich. Ach, und gesprungen. Hätte ich nur klettern müssen. Du machst es einem echt nicht einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich habe ja den Weg zur ersten Münze. Habe ich ja schon... gefunden. So. Na gut, hier hört man sowieso wieder klein. Tja, ich weiß nicht, ob ich dich töten soll. Hier hinten gibt's nichts.
Gehe ich jetzt wieder hier zurück? Ah, dann kommt der aus dem Rohr da rausgeklettert, ey. So eine Knalltüte. Also zumindest in der dritten Tür ist eine Münze, die ich mir holen kann. Da muss ich auch noch den Weg zum Ziel finden. Also eigentlich ist der Pilz ja komplett sinnlos. Ach, ich vergesse immer, dass man da nicht springen darf. Sonst wird man gesoftlockt. Na gut, gesoftlockt nicht in dem Sinne, man kann sich ja umbringen. Aber so viele versteckte Blöcke in dem Schloss hier drin. Geschmackssache, muss ich sagen. Ich meine, gut, wie gesagt, wenn man den Weg kennt, ist das alles kein Problem. So. Ich gehe schnell hier zurück. So, wir haben die dritte Tür im Prinzip abgefrühstückt, ne? Dann brauche ich die zweite Münze. Dann muss ich irgendwie zu dem Pi-Schalter hier unten kommen. Wenn ich jetzt natürlich hier zurückgehe... dürfte eigentlich nicht der richtige Weg sein. Vielleicht ist die Tür 1 und die Tür 3 der richtige Weg. Aber da waren ja, glaube ich, diese Spikes, ne? Jetzt bin ich wieder hier unten. Hätte man eigentlich schon wissen sollen, dass man da... Aber ich denke trotzdem, dass... So, wenn du nicht wieder an so einer doofen Stelle stehst hier... Ah, den Pilz wollte ich nicht. Na gut, ich bin jetzt schon groß. Ja, da kann man wahrscheinlich irgendwie... So... Ich gehe zurück. Ich denke, dass man, wie gesagt, erste Tür und dritte Tür vielleicht. Aber bin ich mir auch nicht sicher. Hier oben kommt man... Hier bin ich auch schon lang gegangen, ne? Eieiei, vielleicht sollte ich erstmal die zweite Münze suchen, weil die ist wirklich relativ einfach hier zu holen. Die ist wirklich relativ einfach hier zu holen. Das ist Try and Error. Aber wie gesagt, ich habe ja einen Timer laufen. Und wir wollen ja die Folgen nicht zu lang werden lassen. Wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht, ne? Okay. Da kommt man auch nicht hoch. Wenn ich jetzt da drüben weitergehe, was passiert denn da dann? Das ist auch nur eine Tür. Ich denke mal, die war Death Exit.
Okay. Okay. Sollte ich hier rein? Zumindest zeigen die Pfeile das an. Die Frage ist... Nein. Da ist nix. Da ist nix. Und das hier... Und schon wieder. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich werde das Level nicht beenden können. Ich habe aber zumindest 50% erreicht. Wenn ich jetzt noch das Ziel finden würde. Das ist natürlich auch noch cool, oder? Dann wäre das natürlich auch noch cool, wenn ich hier das Ziel finden würde. So. Ich würde trotzdem nochmal hier reingehen, aber ich komme, glaube ich, dann auch nicht mehr zurück, ne? Gibt's denn hier unten tot? Dann lieber mach dort unten Stacheln hin, damit man tot ist. Weil, wie gesagt, wenn man dann jedes Mal neu starten muss, irgendwo verlieren die Spieler dann auch die Lust dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen auf jeden Fall noch gucken, dass wir irgendwie... Okay, hier war nichts. Da sind auch noch 250er Münzen. Da oben war auch nichts. Hier geht's nicht weiter. Okay. Und komme ich hier rein? Ne. Wie gesagt, dann würde ich lieber wirklich machen, dass man da jedes Mal tot ist. Ich muss, wie gesagt, ich habe eine 50er Münze, habe ich. Ich muss ja nur die zweite noch finden. Kann ich hier oben drüben? Ne, geht nicht. Ich muss irgendwie an den Piep-Block da kommen. Wie gesagt. Ist schwierig. Der ist gestorben, hier komme ich nicht zurück. Was gibt's denn hier unten? Achtung, Buhus. Also ich glaube, ich habe mit noch keinem Level so oft neu gestartet. Ich finde es echt ein bisschen schade. An sich, das Level ist... Das Level an sich ist cool. An sich, das Level ist cool. Okay, der dritte Dings ist ja hier. Ich komme eigentlich mit den Röhren immer an der gleichen Stelle raus, oder? Ja. Aber wie komme ich da runter?
Wie gesagt, hier unten war ja das mit den Spikes. Da komme ich auch nicht mehr zurück. Okay. Schwierig, schwierig. Wie gesagt, wenn man weiß, wo man lang muss, ist das alles okay. Aber ich habe ja sowieso nur noch 5 Minuten, dann ist ja leider die Zeit rum. Vielleicht kann man ja auch drüber rennen. Naja, das geht nicht, okay. Das geht nicht, ich habe im Prinzip noch nicht den Weg zum P-Switch gefunden. Und ich habe auch keine Ahnung, wo sich das Herz befinden soll. Da oben komme ich nicht lang. Da ist eine Tür. Okay. Der P-Switch nützt mir eigentlich überhaupt nichts. Wenn ich da reinfalle, bin ich ja... Nee, mache ich so. Und gehe hier durch. Okay. Einige sind aber viel Feuerbrüder. Boah, wie soll man die denn töten? Wie soll man die denn töten? Eieieiei. Ja, die Tür war, glaube ich, auch fake, oder? Okay. Hallo Julia. Was soll ich denn hier unten? Tja, zu den Feuerbrüdern. Oder zu den Hammerbrüdern. Ah, ich denke mal, das ist auch... Entweder bin ich jetzt komplett auf der falschen Fährte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bin mir auch noch nicht so richtig sicher, ob ich hier ein Herz vergeben sollte. Wie gesagt, das Level vom Aufbau her ist richtig cool. Jetzt bin ich hier oben, okay. Ah, da komme ich ja nicht zurück. Das war ja ein Softlock. Okay. Ist schon so ein bisschen trollig, oder? Das Level? Aber ich denke mal, ich werde trotzdem mein Herz vergeben. Schon wegen den ganzen Ideen, obwohl, wie gesagt, von den Softlocks bin ich persönlich ja nicht so begeistert. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist halt Geschmackssache, ne? Ach, da muss ich raus. Das ist halt Geschmackssache. Aber... Man kann nur nicht am Anfang irgendwie weiter. Wie gesagt, ich habe ja... Da
das gibt's doch nicht. Ich habe ja eine Münze immerhin gefunden. Ne? Das sind ja 50% erreicht, kann man sagen. Letzte Minute läuft. Die letzte Minute läuft. Ich denke mal noch ein Versuch dann. Und dann ist Feierabend. Was kommt denn hier aus der Kanone raus? Achso, ich müsste jetzt erstmal. Hier kommen nur Münzen raus, okay. Na, da komme ich ja auch nicht weiter. Okay, Softlock. Also, ein Versuch. Ein Versuch gebe ich noch und dann beenden wir das hier. Ich werde den Weg nicht finden. Ich werde diesen Weg nicht finden. Okay, da kann man zwar hinspringen, aber bringt nichts. Okay, gut. Also, wie gesagt, sind viele Softlocks drin. Ich gebe trotzdem in Herzen. Ich denke mal, wenn man den Weg kennt, ist das Level wirklich cool. Ich finde auch den Aufbau nicht schlecht. Aber, ja. Es gab zwei Versuche. Ich habe den Abschlussrate jetzt noch ein bisschen nach unten getrieben. Du hast zwar ein Herz bekommen. Aber wie gesagt, baue nicht so viele Softlocks ein. Es ist nicht cool. Da ärgern sich die Spieler. Und die haben dann ganz schnell keine Lust mehr, das Level zu spielen. Dennoch bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.